Satyagraha auf Sanskrit. So viel Sanskrit rede ich nicht, aber als Studienleiterin musste ich mich natürlich auseinandersetzen mit dem Text in der Partitur. Und für den Fall, Sie möchten heute Abend jede Silbe verstehen, könnten Sie auch auf der Übertitelungsanlage mitlesen, aber ist nicht notwendig. Ich bin Anzi Verwey und rede gerne zu viel, bevor ich mich vorgestellt habe. Der Abend wird bedient in drei herrliche, verbraucherfreundliche Portionen, wie eine gute Mahlzeit. Wir haben den ersten Akt, zweiten Akt, dritten Akt. Und wenn Sie Programmheft studieren wollen, da ist sehr viel mehr Info über Hintergründe. Ich habe nur gedacht, dass wir kurz mal zurückgehen zu dem Herrn Gandhi. Ich bin gebürtige Südafrikanerin, inzwischen Deutsche. Und ich hatte auch diese Freude in Durban, wo Gandhi 21 Jahre lang sein Satyagraha-Konzept gelebt und zum Früchten gebracht hat. Da habe ich erstendlich erfahren können, wie es passiert, wenn ein Ideal in Praxis umgesetzt wird. Nicht nur drüber reden, endlose Sitzungen. Herr Gandhi war ein Macher. Jetzt ist da, um das zusammenzubekommen mit der Musik von Philip Glass, ist manchmal nicht so leicht auf den ersten Blick. Herr Philip Glass war total für Minimalismus. So fangen wir den Abend an. Als Erste werden Sie total ohne Begleitung dem Herrn Gandhi hören. Und der erste Ton, den er singt, das verrate ich Sie jetzt schon heute Abend, wird auch ganz am Ende des Abends, wie ewiger Kreis des Lebens, in der Tiefe als endgültige Antwort bekommen. So haben wir schon die ganze Erzählung. Wir fangen an mit Hoffnung und wir finden die Wahrheit. Sozusagen Untertitel für den gesamten Abend ist die Kraft der Wahrheit. Damit Sie wirklich jede kleine Detail für sich genießen können, versuche ich so ein bisschen die Musik nicht zu erklären, aber so zu machen, damit Sie das persönlich nehmen. Es ist nämlich, wenn wir reingehen in diese erste Szene, das muss ich noch mal kurz vorlesen, ich habe brav die deutsche Übersetzung gefunden. Alle die Texte heute Abend kommen aus der Bhagavad Gita, alte hinduistische Schrift, aber nicht zufällig gewählt von dem Herrn Glass und seinem Librettistin. Eindeutig umschreibt es die Situation, wie es aktuell ist. Und leider die Situation, wie es damals bei Gandhi war, haben wir genau so heute. Irgendwo in der Welt ist jemand unterdrückt zu dieser Sekunde und sucht eine Antwort, wie geht uns es uns nachher besser. Die Nachbarn suchen. In der Musik von Philip Glass suchen wir die einfache Lösung. Die ersten fast 15 Minuten werden wir Sie aus dem Orchester nur vier Harmonien hören. Einmal der F-Moll, dann ein bisschen durch und dann noch durch und C-Dur, immer so wie in Meistersinger, es bringt Hoffnung. Das kommt einfach, bis Sie das absorbiert haben. Und aus dem Orchester, ja, das ist so diese, man wird indoktriniert. Kann sein, Sie gehen heute Abend hier raus und Sie summen, summen. Woher kommt das denn jetzt? Das ist wie eine ganz positive, freudige Tinnitus. Nehmen Sie es mit. Hat keine Nebenwirkungen. Wenn Sie es loswerden wollen, hören Sie kurz ein paar Bachfugen an. Dann sind sofort, ja, Bachfugen, dann ist alles wieder im Gleichgewicht. Also, heute Abend auch Minimalismus. Ist auch das, diese Gefahr bei Minimalismus ist, man meint, ach ja, das ist so einfach und so wird man von der Musik und vom Geschehen überfallen. So sehen wir den Herrn Gandhi, ganz sportlich heute Abend, haben Sie bestimmt auch schon in den Kritiken gelesen, weil diese minimalistische Musik wird zur Erzählung durch eine Gruppe von Tänzern, die die gesamte Partitur, wie Sie sehen werden, auswendig haben. So am Abend, erst werden Sie überfallen vom Orchester von nur ein Cello und ein Orgel und die spielen, wie unser Dirigent Jonathan Stockhausen das nennt, kleine
Begriffe von Begleitmaterial ist einmal eine gerade Welle und dann eine kleine Fluffy, Riffel. Gerade, Fliffel, Fliffel, gerade. Und wir fangen an mit 5 kleinen Unterteilungen. Es ist immer so, wir haben 5 Finger. Deshalb nehmen Sie das persönlich, obwohl Sie nicht wissen, das ist ein 5er-Takt. Und die Anfangsmusik von Gandhi ist, genau wie es in der Bhagavad Gita steht, es ist eine Unterhaltung zwischen 2 Gottheiten. Krishna, erkennen Sie heute Abend auf der Bühne, hellblau angemalt, das ist Krishna. Und der Krieger Arjuna. Und wir haben einen tollen Sanskrit-Coach gehabt, Frau Wagner hier aus Basel. Und sie hat mir brav beigebracht, Arjuna wird gesprochen bitte mit einem Akzent auf der ersten Silbe. So, ohne dass wir es ahnen, sind wir mittendrin auf einem Kriegsfeld, wo wir das jeden Tag im Leben sind. Da müssen nicht sichtbare Leichen sein, die seelische und finanzielle Leichen um uns in der Aktualität und virtuell florieren. Deshalb zieht Mr. Gandhi uns in den Bann mit einem einfachen, ich sehe Sie hier versammelt, bereit und willig zum Kampfe, im Wunsche zu gefallen des Königs sündigem Sohn im kriegerischen Streit. Wir fangen an damit, dass wir alle bereit sind, um zu sterben, um besser zu werden. Auf Gandhi heißt das heute Abend, Jotiamanan, kleine Welle, Riffel, Jotiamanan, gerade Welle, Riffel, gerade, Avekshehab, und dann ganz gerade Wellen, als ob man im Mutterleib ist, gerade Wellen, dass man im eigenen Körper das Unheil von dem Krieg für sich nehmen kann. Nachdem Herr Gandhi sehr lange erzählt hat, Leben ist einsam, um etwas zu ändern, muss man im Leben sehr viel Einsamkeit auf sich nehmen, passiert was Musikalisches, zu diesem Punkt dramatisch, weil endlich darf jemand mitsingen mit dem Herrn Gandhi. Bis dahin meinen wir, Herr Gandhi hat keine Unterstützung, sei das seelisch, musikalisch oder körperlich. Als zweiter am Abend lernen Sie Arjuna, den Kämpfer, kennen. Und als auch an diesem Punkt hören wir zum ersten Mal am Abend nicht nur einfache Melodie, sobald Arjuna mitredet, hören Sie Arpanjyam. Und die singen brav weiter in Küchenterze. Da geht es darum, die beiden Männer sagen, mein ganzes Wesen ist bedrückt von der schädlichen Last des Mitleids, mit verwirrtem Sinn der Gut und Böse nicht auseinanderkennen kann. Frage ich dich, welcher Weg ist der bessere? Und das lege ich Ihnen am Herzen. Heute Abend können Sie ganz aktiv die ganze Zeit mitsuchen, welcher Weg ist für Sie die beste Lösung in alle Lebenslagen. Wenn wir schon mal 2 Sänger haben, werden alle guten Dinge im Leben 3 sein. Der blaue Maestro Krishna kommt dazu und auch das Orchester breitet sich immer wieder aus, fast unmerkbar, wie ein Wasserfall, was von einem Gletscher gefüttert wird, wird es breiter und breiter und breiter und breiter. Und wenn der Herr Krishna mitsingen darf, haben wir in dem Orchester Ketten von kleinen Seifenblasen. Nicht nur mehr gerade, gerade Wellen, Seifenblasen. Mit implizierter, unterteilter Walzer, und dann sagen die alle, Atache. Und auch zu dritt, immer wieder zu fünft. Da tönt. Und jetzt dies mit dem Tanzen. Vielleicht sind Sie nicht alle ausgebildete Tänzer, aber das ist so, das Auge, ne? Das Auge hört das Tanzen heute Abend mit. Und manchmal, damit Sie auch im vollen Genuss von diesen Tänzern sein können. Schau mal, da laufen gerade im Orchester was ganz Einfaches.
das bedeutet, wir können in jedem Takt vielleicht nur eine Bewegung machen oder wie heute Abend die Tänze. Auf jede kleine Unterteilung eine neue Emotion und die Musik bleibt genauso gut, damit sie diesen Stress fühlen können. Die Übersetzung von dem Orchester ist direkt die Energie und Wechsel in dem Orchester, Tänzer, das werden sie ahnen, ohne vorher eine Enzyklopädie über Philipp Glass gelesen zu haben. Dann haben wir auch einfache Skalen, um zu zeigen, das Leben hat vieles, was uns nach unten zieht. Das werden die Tänzer haben da auch eine Rückwärtsbewegung und wir haben das im Orchester dann aufgebaut. Anstatt nur einfache Töne hat Maestro Stockhammer entschieden, dass das Orchester wird mehr Energie geben, ist erlaubt in der Partitur. Das heißt, wenn die Tänzer versucht wegzukommen vom Unheil, spielt das Orchester. Will wegrennen. Aber die haben Mut, dann wird es wieder gerade. Und an dieser Stelle wird wir unser Chor zum ersten Mal am Abend hören. Sie haben viele Funktionen. An dieser Stelle sind sie Teil von den beiden Armeen, die sich über uns stürzen wollen. Riesen-Ensemble-Apparat, das gesamte Orchester spielt diese Ende von der ersten Szene, wo nach Gerechtigkeit gesucht wird. Und trotzdem haben wir immer noch eine Harmonie, zwei Harmonien, drei Harmonien, vier Takte. Aber diesmal hat der Herr Glass jeden Takt gedehnt mit kleinen rhythmischen Unterteilungen. Das erste kommt dran, eine gerade Welle, Blase, Blase, gerade, gerade und eine Seifenblase. Gerade, gerade, gerade. Gerade. Dieser Sog wird immer wieder rhythmisch neu definiert und das Rhythmus ist bei jedem Mensch, sobald man ehrlich zu sich selber ist, Teil von unseren primitiven Urinstinkten. Das heißt, sie werden auch da das Jucken in den Füßen fühlen, nicht dagegen ankämpfen. Diese erste Szene, nachdem gesamte Chor und Orchester als Apparat uns ausgemalt haben, alle Unheil der Welt, kehren wir wieder zurück zum Anfang, damit Gandhi uns sagen kann, erachte als gleich Vergnügen und Schmerz, Gewinn und Verlust, Sieg und Niederlage, dann bereite dich zum Kampfe, so wirst du kein Übel über dich bringen. Und im Philipp Glass, um auch den Übergang zur nächsten Szene vorzubereiten, natürlich wird das Orchesterapparat wieder ausgedünnt, wenn Gandhi sagt, Vapsyasi. Und da bleibt nur noch ein Ton einsammeln, damit die Frage offen wird, was kommt jetzt? Die zweite Szene des Abends zeigt uns handfest, wie Gandhi das gesagt hat, gesagt wird am Abend, wenn Beweggründe und Früchte der Taten des Menschen befreit sind von Begierde, so sind seine Werke gereinigt vom Feuer der Weisheit. Jetzt diese Sache mit den Werken. Heute Abend, passen Sie auf, die zweite Szene, haben wir auch immer nur ein einfaches Motiv. Und diese kleine, schnelle, bewegliche Töne werden von den Geigen gespielt durch die ganze Szene. So, wenn Sie gut sitzen, schauen Sie mal im Graben. Da atmen alle die Geigen durch und Sie sehen Faddle, Daddle, Diddle, 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 Diddle. Für die ganze Szene werden die Geigen durch Faddle, Diddle, 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 Diddle gespielt. Auch technischer Respekt da. Das ist die Herausforderung von Philipp Glass, Musizieren im Graben. Ich zeige Ihnen auch noch ein paar andere Stellen. Sie werden immer wieder sehen, die Holzbläser rücken sich zurück und dann gehen wir dran, weil man weiß, für die nächsten 15 bis 20 Minuten muss ich genau dieselbe Motivik, technisch perfekt und von in der Intonation her sauber spielen. Also,
Auf Tolstoi Farm, auf diesem Bauernhof, hat Gandhi auch so, genau wie die Musik, das uns beschreibt, von im Alltag gearbeitet, nicht nur darüber geredet, so wie auf einem Kibbutz haben die gearbeitet. Und da lernen wir heute Abend die Mitarbeiter von Gandhi kennen. Keine Bange, der Regisseur, unser wunderbarer Choreograf Labi, hat den Einfall gehabt, dass auch die Tänzer, natürlich, ich will nicht alles verraten, falls Sie das noch nicht gesehen haben, aber da wird hinter jeder Persönlichkeit ein schwarzes Brett sein mit dem Namen, zum Beispiel Herr Kallenbach, Kasturbai, schauen, total leserlich geschrieben. Und diese Szene wird uns erzählen, wie die zusammen arbeiten. Sie lernen in der Szene zuerst Frau Naidu kennen. Frau Naidu war eine indische Mitarbeiterin von Gandhi und Frau Kasturbai war die Gemahlin von Gandhi. Und über diese ganze Szene hinweg singen die beiden Damen immer wieder Niyatam Karmatvam Shariram Sidhyada. Habe ich brav nachgezählt, da singen die 80 Mal in der Szene. Ist immer, als wir das studiert haben, ist, wann singe ich, und doch wichtiger, wann singe ich nicht. Das geht bloß darum eigentlich, die singen das immer wieder, weil das ist besser, um zu arbeiten, als nur herumzusitzen. Und wir lernen auch den Herrn Kallenbach kennen, der ist ein Architekt gewesen und wir sehen ihn auch auf der Bühne, wie er herumbastelt. Und er hat ein Architektenthema, kann man das fast nennen, kommt immer wieder, ich meine, bei ihm ist das nur so was wie 24 Mal in der Szene, singt er den Motiv von wir müssen gemeinsam arbeiten. Und Theorie und Praxis sind beide notwendig, aber Theorie bitte nicht an der ersten Stelle stellen soll, sondern Gleichberechtigung. Also diese Gleichberechtigung von Theorie und Praxis bei dem Architekten Kallenbach hört sich so an, auf gutem Sanskrit, ich strenge mich wirklich an. Ordinio te falam samkhya yogam pritak balak pra. Nur arbeiten. Und natürlich der Herr Gandhi hat in diesem Riesenensemble, er ist der, der immer positiv bleibt und alle Leute zusammenziehen und motivieren. Deshalb darf er in der Szene die mehr sportliche Musik haben. Mal solo, mal mit den Mädchen, mal mit den Jungs. Und sie erkennen Gandhis Energie zwischen dieser mit schwitzenden Geigen vorne. Oi, oi, oi. Zwei Stunden später singen dann eventuell Onkel Gandhi. Tiaktwa karma falan sangam netya tripto nirashraya karmanya bhavata tapenava kim chit karotisah. Immer wieder mit Unterstützung und ohne. Und als Übergang rein in die dritte Szene, wo der Komponist und die Librettistin uns schildern wollten, wie das ist, wenn Leute, die bangen um das eigene Leben, gemeinsam ein Gelübde ablegen und die wissen, im Ablegen von diesem Gelübde kann man sich den eigenen Tod herbeischwören. Der Übergang hat Mr. Glass Folgendes gemacht. Am Ende von dieser Szene, wo alle am Ackern waren, auf dem Bauernhof und die Geigen immer noch am Schrubben waren, hören sie die süße Flötenmelodie von Zufriedenheit bei der Arbeit. Ganz zufrieden. Und die kleinen Töne sind so ein bisschen wie Schweißtropfen, oder? Und auch hier bleibt nur ein Ton liegen. Und aus diesem einen Ton, schauen Sie im Graben, da sind alle die Holzbläser gerade an sich vorbereiten, um für die nächsten 15 Minuten kleine Seifenblasen an sportliche Töne zu geben. Auch mit sehr einfachen Harmonien. Und hier, um Ihnen vorzuführen, wie man beim Musizieren brav zählt, da steht ein Ziffer.
Sagen wir, fangen an bei Nummer 1 und dann sagt er, wir spielen das 8-mal. Dann ist da noch ein Ziffer, wir spielen das 8-mal. Also, da sind wir zu, und die Holzbläser im Graben heute Abend und am Orgel, da sitzt eine junge Dame am Orgel und sie muss häufiger alles gnadenlos verdoppeln. So bereitet man sich vor, mein Gelübde abzulegen. Seifenblase. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nächste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der nächste. Und der kommt nur 4-mal. Das war so das zweite, das dritte, das vierte. Und jetzt der nächste. 2, 3. Der kommt 8-mal. 5, 6, 7. Da kommt der nächste. Da kommt nur 4-mal. 3, 4. Da kommt der nächste. 2. Und da kommt nur 4-mal. 4. Und da kommt der nächste. Und da kommt nur 4-mal. Das ist schon das dritte Mal. Und dann darf der Mitarbeiter Rustondi singen. Do, ka, mit, je, ha, ja. Und diese schöne Melodie wiederholt er ungefähr 24 Mal, bevor wieder eine kleine Übergangsmusik kommt. Und dann wiederholt er diese schöne Melodie nochmal ungefähr 36 Mal, bevor die Übergangsmusik kommt. Also wenn Sie auf den Dirigenten schauen, wir haben so schöne Abmachungen. Hallo, da sind wir jetzt. Und wenn Sie ein Auge nach hinten werfen, unser Chormeister hat herrliche Gedächtnisstütze gemacht für den Chor. Weil Sie können sich vorstellen, sowas zu memorieren und auf Sanskrit, das wird ein bisschen gefährlich, so gegen die letzte Vorstellung. Vor allem unser Chor hat gerade so schön auf Altgriechisch auch gesungen. Diese Spielzeit ist bei uns ganz exotisch. Also, besagte fabelhafte Chor mit farbfroher Gedächtnisstütze heute Abend brechen diese schöne Seifenblasen von Energie, wenn endlich wieder eine neue Harmonie kommt. 7-mal, 8-mal. Ist das Neues? Fast so gut da. Und das kommt nur 4-mal. Das ist das dritte Mal. Das ist, und dann sagt das Chor, evam pravam. Pramar, e tam ta tam ta pram, ne no var no var da, ne no var no var da. Und Sie hören diese Begleitmelodie, da sind mal Seifenblasen. Und da sind da gerade Wellen. Und da sind da wie choppy, 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 hysterische Wellen. Und da sind da kleine gebrochene Wellen mit in rosa Farben. Und gnadenlos spielen die Holzbläser immer wieder weiter, während das alles passiert. Diese Szene endet mit einem herrlichen Choral, wo man wirklich meint, aha, plötzlich sind wir bei Mozart gelandet. Fast am Ende der Szene, dass man auch das Gefühl hat, dass hier ein Gelübde abgelegt wurde, was jeder ernst nimmt und was vor allem, was wichtig ist heute Abend, zeitlos ist und in jede Situation und in jede Kultur passt, gibt das Chor uns, wenn die sagen, so ward das Rad in Bewegung gesetzt und wer hier dies Rad nicht immer weiter rollen lässt, ein sündiges Leben lebt. Und Chor ganz freudig, das ist ziemlich hart, na, obwohl das aus dem alten Indo-Schriften kommt. Chor sagt dann freundlich, damit Sie wissen, es ist Hoffnung für uns alle. Diese langere Phrase wird dann auch 4-mal wiederholt, da wird der Dirigent auch ganz klar schauen, zeigen, wir hören auf, weil die nächste Szene, zweiter Akt folgt bei uns direkt auf dem ersten Akt. Ich lasse genügend Zeit, damit Sie noch die Nase pudern gehen können, bevor die erste Hälfte anfängt. Der zweite Akt fängt heute Abend
direkt nach diesem Ende von dem ersten Akt war das an. Und was so gefährlich ist, nach all dieser vielen energischen... ist der erste Takt von dem nächsten Akt total leer. Also, Mordskonzentration. Nachdem wir geatmet haben, hören Sie dann um... Es handelt im zweiten Akt um die Rettung. Und immer bei der Rettung hören wir immer offene Quinte. Wir wissen nicht, ob das fröhlich oder traurig werden. Und Herr Glass hat uns einen Männerchor komponiert, um zu zeigen, wie Gandhi zu seinen Lebzeiten verspottet wurde. Und der Text heißt in ungefähr, diese lachenden Männer sagen, dies habe ich heute profitiert, diesen Wunsch will ich befriedigen, dieser Besitz ist mein und noch viel mehr wird mein sein im Laufe der Zeit. So diese garstigen Männer kriegen dann auch schön aggressive Musik mit herrlich rhythmischen Anstrengungen, aber auch wieder, da sind die Harmonien, bleiben schlicht, wird sportlich ein bisschen so. In der ganzen Szene eigentlich nur drei Grundharmonien sind. Und die Männer sind total verjazzt, wenn die Gandhi verspotten, die singen. Technisch höchst anstrengend. Die werden ungefähr 6400 Mal in dieser Szene singen. Diese Verspottung wird unterbrochen von einem kleinen Orchester-Zwischenspiel, wo sie zum ersten Mal Kampfmusik hören, angeboten die Melodie von Oboe, Klarinette und Bratsche. Das ist Erleichterung kommt, wenn sie hören. Ich sehe das als Seifenblasen. Vielleicht haben Sie etwas putzige Seifenblasen, aber so mit Regenbogenfarben. Und auch wenn wir noch unbedingt kennenlernen müssen, bevor Sie reingehen, ist Mrs. Alexander war eine europäische Dame, die Gandhi zu Lebzeiten wirklich körperlich unterstützt hat und geschützt hat. Sie bekommt auch deshalb eine ganz sportliche Arie. Und auch mit sehr viel schönerem Tanz auf der Bühne, um zu zeigen, wie sie nicht nur geistig, sondern auch körperlich Gandhi geschützt hat. Und sie hat ein Begleitmotiv mit vielen Seifenblasen an, aber dann kommt als Neues, das ist so wie eine kleine kastrierte... Darlings, every time you hear me say castrated, castriert, seriously believe I meant truncated. Um das fortzuführen, wenn Mrs. Alexander sagt, der garstige Pöbel, der keine Reinheit kennt, keine Sitte, keine Wahrheit, so sagen sie, es habe die Welt kein Gesetz, noch Ordnung, noch einem Herrn, darf sie ganz lustig auf Sanskrit singen, mit diesen kastrierten Seifenblasen, mit Hoffnung von Regenbogen im Hintergrund. Etam drish tim avashtabanashta manotabanoya. Etam drish tim avashtabanashta manotabanoya. Immer wieder die hysterischen Wiederholungen, um uns in Frieden reinzuschicken. Zusammenfassend, am Ende des Abends werden Sie Gandhi ganz aufgeklärt, falsche Bewegung, auf der Bühne sehen und nach allem, was vorher passiert ist, in der Geschichte, mit dem Tanz, mit dem Singen, in der innerlichen Seele, enden wir dem Abend mit einem Gandhi, der überlegt, welche Wiedergeburten er gehabt hat und welche noch kommen für ihn und die Menschheit. Und die Musik findet wieder die Ruhe und wieder gerade Wellen, womit wir zurück beim Anfang sind,
und Sie nochmal den gesamten Abend genießen können. Eine schöne Vorstellung Ihnen.